In der Saints Row-Reihe könnt ihr traditionell alles nach eurem Geschmack anpassen. Gesicht, Stimme und Klamotten der Spielfigur und sogar ihre Körbchengröße oder die Größe der Beule in der Hose. Außerdem könnt ihr Optik und Leistung eurer Waffen und Fahrzeuge in vielen Details anpassen. Wirklich neu ist das Feature nicht, aber auch im vierten Saints Row hat es an Unterhaltungswert nichts verloren. Keith has some good news. Zu Beginn des Spiels ist eure Spielfigur der Präsident der Vereinigten Staaten. USA! USA! Das ist ganz wunderbar bescheuert inszeniert und mit vielen Überraschungen und witzigen Ideen gefüttert. Wir stellen fest, einen coolen Einstieg ins Spiel haben die Entwickler inzwischen drauf. Der war nämlich auch in Teil 3, Spitze. Allow me to retort! Gosh, what a glorious day. Im Spiel seid ihr in einer virtuellen Version der Stadt Steelport gefangen. Und das beginnt als pfiffige 50er-Jahre-Kulisse, in der eure Spielfigur zunächst ahnungslos ihrem heile Weltalltag nachgeht. Idyllisch. Morning, dear. I made your favorite breakfast. Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. The fish are... What are you talking about? Don't you worry now. Immer wieder mal überrascht euch das Spiel mit ganz neuen Mechaniken oder durch und durch bescheuerten Ideen. Nicht alle zünden wirklich, doch eine 2D-Prügelspielanlage kommt immer gut. Warren Williams, let Aisha go! Ebenfalls genial, an einer Stelle wird Saints Row 4 sogar zum Text-Adventure. Ja, liebe Jungspunde, das war mal ein beliebtes Spielegenre in den Zeiten von 5¼-Zoll-Disketten und Befehlszeilenkommandos statt Maussteuerung und Windows-Oberfläche. Ach Gott, Zeiten waren das. Nicht nur der Spielverlauf ist bescheuert, auch eure Gegner sind nicht immer ganz koscher. Da ihr in einer virtuellen Welt unterwegs seid, kann es also vorkommen, dass ihr auch mal mit allerlei defekten Charakteren zu tun habt. Oder ihr verprügelt ein wehrhaftes Fragezeichen. Oder ihr legt euch mit einer riesigen Energy Drink Dose an. Klingt komisch, ist aber so. Oh la la, wo die Liebe hinfällt. Nachdem ihr eure Mitstreiter aus der Alien Matrix rettet, könnt ihr sie hemmungslos anflirten. Mann, Frau, Roboter, der Trieb, die Liebe kennt hier keine Grenzen. Im Spiel habt ihr Superkräfte, hell yeah! Und die machen richtig Spaß. Am besten gefallen uns dabei die absolut abgefahrenen Wrestling-Nahkampf-Moves. Die sind so wuchtig, so rasant, so brutal und effektiv. Finden wir voll geil, wie man da am Watschenbaum rütteln kann. Psst, zuhören. And you know it, it ain't fiction. Man! Say it! No. Kenzie, it's an order from your president. Nicht nur sind die Dialoge super, eine der 7 wählbaren Spielerstimmen ist sogar Nolan North, die männliche Videoheldstimme, und er macht seine Sache super. Ganz frei von Bugs ist so ein Saints Row nie. Wir erinnern uns an den YouTube-Hit Buggy Saints Row. So gut. Buggy Saints Row.
In Saints Row 4 gibt es, ja, leider schon irgendwie fast gar keine Bugs. Wir vermissen sie regelrecht ein wenig. Aber schön, dass uns beim Test dennoch ein hübsches Exemplar vor die Flinte gekommen ist. Hier können wir nach einem Sprung nicht mehr landen. Voll witzig. Dubstep-Knarre. Müssen wir hierzu noch mehr sagen? Dubstep!